Hallo alle und willkommen zum 33. Chaos Communication Congress. Es ist toll, dass ihr es alles geschafft habt, hierher zu kommen und dass ihr uns für dieses zu diesem tollen Event begleitet. Hallo auch an alle, die den Stream angucken, ob ihr zu Hause seid, mit Freunden im Erfa, im Hackspace von eurem, den ihr wollt, oder ich habe eine Frage an die Leute, die hier sind. Alle Leute, die im Raum sind, wer von euch ist zum ersten Mal da? Das ist großartig, viele Leute. Großer Applaus. Das sind also die Chaos geparteten Paten. Als ich zum ersten Mal auf den Kongress gekommen, da war ich ein bisschen, hatte ich ein paar gemischte Gefühle. Mein erstes Gefühl war Nervosität. Viele Fragen. Was soll ich tun hier? Werde ich hier mich mit den Leuten verbinden können oder werde ich sehr eingeschüchtert sein? Werden die Leute auf mich abschauen, weil ich nicht so ein Lead-Texter bin oder weil ich nicht Perl genug kann? Aber die nächsten Jahre war das in Ordnung, aber die Nervosität ist zurückgekommen heute. Ich glaube, das hat mit der Bühne zu tun, aber das wird sicher besser werden. Als ich zum ersten Mal zu meinem Kongress gekommen bin, hatte ich auch solche gemischten Gefühle, aber ich war dann, alle negativen Gefühle waren weg. Ich war so fasziniert von den blinkenden Lichtern, von den faszinierenden Projekten und die Offenheit, mit der die Leute miteinander reden. Das hat mich echt beeindruckt, dass dieser Kongress von so vielen Leuten gemacht wird, von allen für alle. Ich möchte jetzt erstmal erwähnen die Engel, alle Freiwilligen, die den Kongress für uns die dafür sorgen, dass der Kongress funktioniert, und wir können denen nicht genug danken. Die machen viele Sachen. Manche seht ihr nicht. Sammeln die zum Beispiel Flaschen. Und ihr helft denen wirklich, wenn ihr die Flaschen in den Bottle-Drop-Points lasst und wenn ihr die Halle über den Ausgang verlasst. In dieser Halle gibt es 16 Notausgänge mit einer grünen Notausgangssignal signalisiert sind. Es gibt 10 Hauptausgänge, 4 links, 4 rechts, 2 in der Mitte, 6 Türen am Ende der Halle, 3 links und 3 rechts. Bitte schaut euch wo der nächste Ausgang ist. Die Engel helfen euch, also Übersetzer, Untertitel, wenn ihr verloren seid, und dass es viel Nachschub in der Bar gibt, damit ihr genug Chunk habt. Alle Sachen auf den Listen dauert zu lange, und bitte einen donnernden Applaus für alle Engel, die auch hier nicht genannt wurden. Ein Engel werden ist sehr, sehr einfach. Alles, was ihr machen müsst, ist im Engelsystem euch eintragen, zum Himmel gehen, welchen ihr in diesem Gebäude findet, und einen Auftrag finden, der euch passt. Auch als erstmalig Anwesender könnt ihr ein Teil vom Ganzen sein. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass ihr neue Leute kennenlernen werdet bei euren Schichten. Vor allem, wenn ihr den Eingang nachts für 4 Stunden bewacht, dann werdet ihr viel Zeit haben, mit euren Engeln zu reden. Und ihr werdet mit ihnen sprechen müssen, um Schlaf zu vermeiden. Wenn ich
Als ich zum ersten Mal zum Kongress ging, war ich auch fasziniert von all den Leuten, die während dem Kongress im Kongressgebäude gewohnt haben, um die ganze Infrastruktur und das Ganze aufzubauen. Sie bringen uns auch das Internet, sie bringen uns Sofas, sie bringen uns die Decktelefoninfrastruktur und eine riesige Schneekugel, um drin zu tanzen. All das ist nur möglich, weil Leute sich an ein Leitprinzip halten, was ihr alle kennt. Seid exzellent zueinander. Sicherlich, der Kongress ist nicht die Insel der Seligen. Konflikte existieren hier genauso wie überall. Aber wir, ihr, alle zusammen, alle die Leute in den letzten Jahren haben sich so viel Mühe gegeben, das Ganze am Laufen zu halten, um es Schritt für Schritt besser zu machen. Und ich glaube, wir haben einen langen Weg hinter uns und vieles erreicht. Nach nur wenigen Tagen an meinem ersten Kongress war ich mir sicher, der Kongress funktioniert auch für mich. Das wird nicht mein letzter Kongress gewesen sein. Aber plötzlich, wie jedes Jahr, war der Kongress vorbei. Ich habe das Gebäude verlassen und es war nicht mehr am Blinken und ich ging zum Zug und ich war etwas traurig. Die Leute waren nicht mehr exzellent zueinander. Sie rannten nur zu ihren überfüllten Zügen, es war keine gegenseitige Rücksichtnahme mehr. Und ich fiel in eine Art Post-Kongress-Depression. Wo sind all die inspirierten Leute, all die Leute, die ich kennengelernt habe? Wo ist der Enthusiasmus, Sachen zum Laufen zu bringen? Wo ist der Respekt gegenüber anderen, unabhängig ihrer Aussicht und ihres Aussehens? Jeder Tag, der nicht ein Kongress- oder Camp-Tag ist, hinterlässt etwas zu wünschen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber in den letzten 12 Monaten gab es einige Gründe, nicht glücklich zu sein und sich eine andere Welt zu wünschen. Für ein paar Tage werden wir nun diese andere Welt haben. Wir können in einer anderen Welt leben, wir können tun, was wir lieben und wir können das alles mit Gleichgesinnten teilen. Aber wenn ihr dieses Motto, das diesjährige Motto, es funktioniert für mich, anschaut, dann könnte nicht ein stärkerer Kontrast zu meinen Gefühlen gegenüber der Welt da draußen sein. Dort draußen scheint nichts zu wirken. Es gibt einige Bug-Reports, die wir melden müssen. Nicht alle davon sind technisch, nicht alle davon sind welche, die wir fixen können. Aber die alle sorgen dafür, dass die Welt da draußen nicht für mich funktioniert. Ist das nicht schlecht, denkt ihr? Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Unsere Freiheiten werden mehr und mehr beschränkt. In den 90er Jahren haben die Leute die Crypto-Wars gekämpft, um starke Verschlüsselung für alle zugänglich zu machen. Jetzt verlangen staatliche Akteure Gesetze, die Software illegal machen, wenn sie keine Backdoor hat und jeden Einzelnen unsicherer lassen. Geheimdienste infiltrieren Standards und Software, um die Kommunikation von jedem zugreifen zu können. Haben wir da nichts gelernt seit Snowden? Und im Moment verlassen wir uns auf große Unternehmen, um diesen Entwicklungen entgegenzustehen. Und die machen das nur, um ihren Unique Selling Point zu behalten. Das funktioniert nicht für mich. Es geht aber nicht nur um die digitale Welt. Verbrechen gegen die Menschenrechte sind die Tagesorder. Aktivisten überall auf der Welt kämpfen gegen Repression und Unterdrückung. Freie Meinungsäußerung wird zensiert und unterdrückt und verfolgt und Leute werden für Jahre ins Gefängnis gesteckt. Und noch Schlimmeres. Überall in der Welt kommen rechtsextreme Populisten in die Öffentlichkeit und dann haben in einigen Orten sogar die Macht ergriffen. Von der Idee einer verbundenen Welt sehen wir nun den Wechsel gegenüber Isolationismus und nationale Übermacht. Diesem Klima überleben, wachsen Aggression und Hass gegenüber wahrgenommenen Minderheiten. Häuser brennen, Leute werden durch die Straßen gejagt und Leute schlafen. Es gibt ein paar wichtige und sehr sichtbare Beispiele. Viele Leute auf diesem Planeten sind von existenzieller werden Existenz bedroht und wir sehen das nicht jedes Jahr. Hungersnöte und Klimawandel und Krieg und Tod.
nur weil es nicht in unserem Hinterhof passiert, ist es nicht weniger real oder weniger schlimm. All diese Sachen machen uns ein bisschen hilflos, aber wir fragen uns, wie kann eine einzelne Person Dinge verändern? Es gibt eine gute Botschaft, es gibt keinen Grund, alleine zu reisen. Wir sind 3000 Leute in diesem Raum und wir sind 12.000 Leute auf diesem Kongress und 12.000 Leute, die ihr kennenlernen könnt, mit denen ihr euch anfreundet könnt und mit denen ihr euch wieder treffen könnt. Und alle haben einzigartige Fähigkeiten und können großartige Dinge tun. Es ist geht nicht nur darum, Kongress für uns zum Funktionieren zu bringen, sondern es geht auch darum, dass Kongress auch neue Ideen hervorbringt und neue Projekte startet und danach miteinander zu sprechen, sondern es geht darum auch nicht, wir können nicht einfach uns verstecken, bis alles wunderschön wird, sondern wir müssen jetzt die Projekte starten und miteinander reden. Es gibt kein Spiel. Ihr könnt jetzt miteinander, ihr könnt euch in Gangs zusammenbringen. Wenn ihr euer Armband bekommen habt, dann könnt ihr das, könnt ihr in eine dieser Karten bekommen. Und es kann noch verbessert werden. Ihr wisst, was ihr zu tun. Viele, die ihr habt ja schon, wenn ihr noch keine Karte habt, dann habt ihr noch nicht benannt und noch keinen Special Skill benannt. Um Beginn, ihr müsst eine Gang finden mit 9 Skills, die mit anderen Leuten, die entsprechende Skills haben, und ihr müsst dann, es gibt eben kein Spiel, es gibt nur Aktionen. Und sucht euch die Leute, lernt euch kennen und versucht nächstes Jahr ein bisschen besser zu machen als dieses Jahr. Und vergesst nicht, eure Hände zu waschen am Ende. Habt Spaß, arbeitet zusammen, genießt den Kongress und wascht eure Hände, duscht ein bisschen ab und zu und vergesst nicht zu schlafen und zu essen. Dankeschön.